damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu den Leuten zu einem neuen Part. Super Mario Maker 2 mit dem Zwergenfürst. Habe ich ewig lange nicht mehr gespielt, aber jetzt ist ein neues Update rausgekommen. Hier seht ihr schon Superwelten. Es gibt Superwelten zu spielen. Und man kann auch selber welche erstellen. Hier ist meine Baumeister-Karte-Dingens. Hi. Habe ich neue Kleidung irgendwie dazugekommen? Ja, ich habe auch privat nicht viel gespielt. Also das ist... sieht viel besser aus. Also das passt fast. Also das ist so... Das ist ja jetzt hier in Quarantäne. So sehe ich wirklich aus. Ja, hier passt es. Also das ist... Jetzt noch die Mütze absetzen, dann passt's. Das ist so. In Haushosen und Hausklamotten. Ja. Sehr gut. Na dann, ich werde heute mal schauen, was wir in Level aus aller Welt finden, was wir hier bei Beliebt noch so gucken. Ich will euch auf jeden Fall mal so ein bisschen die neuen Updates zeigen, was jetzt hier so bei neu finden wir vielleicht was. Kam heute raus. Ah ja, hier haben einige ihre Welten erstellt. Vielleicht findet sich hier so ein bisschen was, was wir präsentieren könnten. Ja, man kann jetzt halt eine ganze Map erstellen. Das werde ich euch nachher auch noch zeigen. Ich habe eine kleine Map erstellt. Die werde ich jetzt nicht durchspielen. Vielleicht in einem anderen Part, der demnächst kommt. Aber ja, heute mal so ein paar Levels anschauen und vielleicht dann nochmal in die Welten reingucken. Vielleicht finde ich da noch eine kleine Welt, in die wir reinschnuppern können. So, jetzt erstmal hier, Welt 1-1, das ging doch nicht schlecht. 0% Abschlussrate. Hat auch noch Kinder gespielt. Na, Premiere. Red 22 aus Großbritannien. Okay. Das scheint Super Mario World Look zu sein. Ja, Skill hier ganz am Anfang des Parts. Ja, Zwergi beweist mal wieder Skill. Okay. Bisher nur Galumbas. Die kannten wir schon. Nichts Neues. Oh wei. Ja, ich skille hier mal wieder. Wie verrückt. Okay. Na komm. So, hier mal hoch. Die Münze holen. So, gibt es da oben noch irgendwas zu sehen? Ja, MP-Switch. Ah, okay. Sonst wären wir hier gefangen. Sehr gut, hier geht's runter. Check the point. Okay. Oh ja, schnell hier rüber. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass wir das hier befreit haben. Oha. Cool Willis. So, na komm. So. Ja, bisher noch nichts Spezielles. Eine Tür. Oha. Bowser Junior. Ja. Na komm. Und noch einmal müssen wir ihn. Ein netter Look des Levels, aber ich will die Neuigkeiten hier sehen. Die habe ich hier noch nicht so sehr gesehen. Ich würde die Neuigkeiten herausfinden. So, Schlüssel. Weiter geht's. Jo, und rein hier. Nice, nices Level. Kann sich sehen lassen, aber ja. Wollte ich heute eigentlich nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was... Ansonsten kann ich das nicht mit reinsteigen. Erster. Nice. So, toll. Gibt es natürlich ein Herzchen von mir. Haben wir hier noch? Haben wir irgendwas, was hier nah danach aussieht? Misha Coopers in the Sky. Von Deutschen. Schauen wir mal da rein. Plus, Philipp, plus. Dann bin ich gleich mal weg. Dann schauen wir mal in die Welten. In den Welten wird einiges Neues drin sein. Ah ja, die Misha Coopers, die sind jetzt auch neu. Die haben Laserstrahlen, die können jetzt Laserstrahlen speien. Sehr nice. Oh wei. Ja, gut.
In Super Mario war ich noch nie der großartige Skiller. Zack, zack. Jetzt haben wir die besiegt. Na komm. Na komm, nochmal. Sehr schön. Feiner Matcher, Cooper. Haben wir noch einen? Der macht Kugelwillis. Oh wei. Wir müssen noch spinnen. Lang nicht mehr gespielt. Jetzt wieder neu begonnen. Ja, ich muss ja auch noch gleichzeitig kommentieren. Ja, das ist immer so eine schöne Ausrede. Und spin. Okay, ein halber Spin. Lassen wir uns von dem nicht weglasern. Na komm, mach schon. Hops, hops, hops. Von denen lassen wir uns sowieso nicht erwischen. Ach Mensch. Ja, in die Welt sind, wollten wir reingucken. Oh, ein neuer Rekord. Ja, eben gerade gespielt. Du hast 100 Level gespielt und dafür ein Katzen-Mario-Kapuze erhalten. Wow, nice. Katzen-Mario-Anzug. Nice. 100 Level ist gespielt. Spitze. Muss nicht mehr in den Klamotten rumlaufen. So, super Welten wollten wir uns angucken. Nein, super Welten. Ja, hier gibt es ja einige eine Auswahl. Wir haben dann immer den Entwickler mit dran. Den Spieler, der das entwickelt hat. Gut, ein Amerikaner. Ein Briten. Super Yoshi Born World. Okay. Ja, schauen wir uns das mal an. Schauen wir mal rein. So sieht das Ganze dann aus. Super Yoshi Born World. Ja, so kann das aussehen. Und dann hat man hier die erste Welt. Start. Ist natürlich jetzt hier von meinem Skin abhängig. So. Okay. Ja, Welt 1-1 wird jetzt noch nicht so schwierig sein. Man kann hier, so wie ich es verstanden habe, 5 Levels, also 4 Levels plus das Schloss besetzen. Ich habe ja schon 3 Levels bestellt, also ich habe ja schon. Ups. Okay, ich wollte eigentlich hoch, aber gut. Ich habe 3 Levels erstellt. 3 Welten erstellt. Mit jeweils 5 Levels. Den ganzen Tag habe ich damit verbracht, Super Mario Maker 2 zu spielen und da eine Welt zu erstellen. Ja. Für 3 Welten hat es nur gereicht, nicht für 8. Was soll es bringen? Achso, hier rein. Sehr gut. Miau, 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 miau. So, Auto fahren. So, hoch da. Und zack. Ja, im Autofahren bin ich noch nicht so geübt. Zielflagge. Ja, sehr gut. Das war doch ein Autofahren abwechslungsreiches. Das war ganz gut, das Level. Miau. Ja, sehr gut. Schönes erstes Level. 4 Levels gibt es ja nur insgesamt. So. Hier könnten wir uns auch durch die Dingens durchschummeln. Ja, das ist kein Level, das ist ein Tothaus. Auch sehr schön. Heute mal in diesem. Lass die Ballons platzen. Oh, sehr schön. Solche Todshäuser gibt's. Na komm. Platz. Nice. 3 ab. 3 Leben. Na, 17 Leben haben wir jetzt. Das ist ja. Damit kann man eine Weile überleben. Ja gut, jetzt hier mal. Zurück. Ein Turm hat er auch so aufgestellt. Sehr gut. Als kleines Beispiel spielen wir heute mal diese Welt und ja, meine zeige ich euch dann wahrscheinlich im nächsten Part. Meine 3 Welten, die ich erstellt habe. Meine World. Hab's jetzt nicht ganz so rübergebracht, wie man es rüberbringen sollte.
Ja, das finale Update ist heute rausgekommen, falls das noch nicht gesagt habe. Und ja, das finale Update. Ich glaube, das dritte, auf jeden Fall das letzte. Auf Twitter groß angekündigt und ja, auf Twitter und auf YouTube und auf den Social Media. Ich habe es auf Twitter entdeckt. Ich folge halt dem Nintendo-Account. Nintendo of Germany, um genau zu sein. Europe folge ich, glaube ich, auch, aber ja. Och, das war's schon. Ist eine leichte Welt. Und dann schaffen wir vielleicht doch die erste Welt. Ist was für Noobs wie mich. Naja, in Welt 8 wird es dann noch ein bisschen schwieriger. Was ein bisschen blöd ist, dass man hier nur seine eigenen Levels reinbauen kann. Deshalb habe ich heute den ganzen Tag gesessen und neue Levels erstellt, weil ich noch nicht genügend hatte und 3 Welten vollgekriegt mit meinen Levels. Ist versprochen, irgendwann präsentiere ich euch das. Und wenn nicht diese Woche, dann irgendwann, die nächsten Wochen, irgendwann. Jetzt, wo das neue Update raus ist, mache ich das nochmal. Hau ich nochmal 1-2 Parts raus. Ist nicht so mein Spiel, ja. Gab auch nicht viele Parts dafür. Okay, Bandsprung brauche ich hier. Na komm. Ist doch machbar hier. Machbar, Herr Nachbar. So, Glasröhre. Im neuesten Stil hier im Super Mario Bros. Deluxe Style. Na komm, können wir hier nicht rein? Das ist ja skandalös. Na, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Wo müssen wir denn lang? Bin ich da oben? Wo willst du uns lang schicken, Spiel? Ach so, wir brauchen das große Ding, das ist ja gut. Verstanden. So, Pilz für mich. Groß bleiben und dann die Sache zerstören. Ist man vielleicht schon am Ziel. Oh, das ist eine gute Idee, also kann man den Entwickler mal loben. Das ist gar kein schlechtes Level, keine schlechte Wort. Oh wei. Na komm. Oh wei. Der Panzer läuft amok. Hiha! Stehen bleiben. So, und jetzt hier zerstören. Sehr gut. Und rein da. Rein in die Box. Noch nicht am Ziel. Jetzt gedacht. Müssen wahrscheinlich groß bleiben. Ein Goomba. Von dem lassen wir uns nicht erledigen. So, nice. Im Ziel. Nice. Mal wieder geschafft. Die treue Box. Ja, so sah das auch aus. Gefällt mir. Ein bisschen leicht, aber ja, das muss es für mich sein. So. In Zielbedingungen. Sehr schön. Das Schloss. Was ist das schon, das Schloss? Turm ist das erste, oder? Was kommt gleich noch? Oder irre ich mich da? Ach komm! Na komm! So, ups! Da ich wieder 4 im Schnitt zu schneiden. Ja. 2 im Schnitt wird sich freuen. Ja, hier rein. Na komm! Verdammt, ich habe die Lava nicht gesehen. Das Spiel ist schuld. Das Spiel ist schuld. Wo setzt das da auch für eine Lava hin? Das ist ja eine Frechheit. Die Lava ist schuld.
Was setzt der Bowser auch in seine Schlösser so ein Lava hin und das ist. Was gefährdet der denn hier die fremden Klempner, die in seine Burg kommen? Das ist ja keine Gastfreundschaft hier. Das geht man doch nicht mit fremden Leuten um. Skandalös. Ach Mensch. Warum werde ich auch immer so klein? Tja, ich lasse mich auch von allem treffen. Schon klein hier in diesem Bereich, das ist. Puh, schnell hier hoch. Na komm, ach komm schon. Na komm, das muss doch hier, das ist doch hier nicht. Ach verdammt. Ach, im Schloss sind wir schon. Ja. Ja gut, ich wollte euch noch kurz mal meins zeigen. Ja, bisher ganz gut. Spiel beenden. Nein, das wollte ich nicht. Aber gut. Super Zwergi. EP World. Super Zwergi World. Großartig. Ich wollte mal Maker durchgehen hier beim Bauen. Ich geh mal rein in den Baumodus. Das Durchspielen machen wir am nächsten Part. Hier haben wir das. Habe ich schon für alle Welten 5 Levels platziert. Hier kann man drauf gehen, kann man gucken. Hier habe ich extra Welt 1-1 erstellt. Sehr gut. Also das hier das Boss Battle, was ich noch nicht gefertigt habe. Ein Tothaus. Hier mein erstes Level, was ich überhaupt erstellt habe. Creepy Nightmare, mehr auf Dwarf. Hier habe ich ein Lava-Level. Hier über diese hier, den Tunnels kann man halt hier durch die Röhren kann man sich durchschummeln. Wenn ich jetzt hier durchgehen würde, ich kann es mal kurz spielen, also man kann es ja jetzt hier überspringen hier. Als Ersteller kann ich jetzt hier B. Machen wir jetzt hier durch. Zack. Jetzt hier links gehe und es abgeschlossen habe, so. Dann geht's hier hoch. Kann ich sagen, zack, durch hier. Dann bin ich schon beim Schloss. Besser wäre es natürlich hier, wenn ich den längeren Weg nehme. Und abgeschlossen. Jetzt hier weiter, da gibt es noch ein Level auf dem Wasser. Kommt hier weiter. Nice. Ja, und bauen tut man das so, die Weltkarten bewegt man dann so, dass man dann hier rein theoretisch, wenn ich jetzt hier noch was erstellen wollte, könnte ich dann hier so, zack, Insel dran und dann hier wegmachen und dann kann man hier noch dran. Hier könnte ich drauf zum Beispiel noch Tothaus noch drauf installieren. Hier oben. Zack. Zack, hier drauf. Man müsste es halt nur noch verbinden, damit das dann da dran kommt. Wollen wir aber jetzt nicht. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part wieder. Dann schauen wir uns hier die Welt von mir an. Die drei Welten. Mein eigenes Spiel, was ich hier entwickelt habe. Vielleicht kommt dann auch, vielleicht mache ich dann irgendwann mal eine Welt mit 8 Welten. Wenn ich genug Levels entwickelt habe, aber das kommt wahrscheinlich nicht vor. So viel Zeit habe ich dann auch nicht, um genug Levels zu erstellen. Naja, gut. Man sieht sich im nächsten Part, der hoffentlich bald kommen wird. Bis dahin und ciao, ciao.